Müsli dann mit Faux Cuisinier. Ja, das Buch an die Seite. Ich lese, wenn ich das Buch an die Seite gelegt habe, das Berufsschulbuch für Köchinnen und Köche, die junge Köchin, der junge Koch, ein Buch ganz ohne Serifen. Den Inhalt des Buches finde ich teilweise sehr fragwürdig. Es wird vorgelesen, weil es das Berufsschulbuch für Köche ist. So. Im Kapitel Umwelt und Verbraucherschutz, im Teil Einführung, bin ich angekommen bei 2.3. Verordnung über Lebensmittelhygiene. Ich müsste mir heute Morgen mal die Finger schneiden, sehe ich gerade. Und dann im Teil Produkthygiene, Umgang mit Lebensmitteln. Lebensmittel können mit Keimen belastet sein. Vermehren sich diese während der Lagerung und Zubereitung, können sie zu einer Gesundheitsgefährdung für die Gäste werden. Darum sind beim Umgang mit Lebensmitteln bestimmte Hygienemaßnahmen einzuhalten. Warenannahme und Lagerung. Saubere Behältnisse verhindern, dass Keime über Kontaktflächen, Regale und so weiter verschleppt werden. Verderbliche Lebensmittel kühl lagern, damit sich Bakterien nicht vermehren können. Fleisch und Fleischwaren in Klammern rein, von unvorbereiteten pflanzlichen Lebensmitteln in Klammern unrein getrennt lagern und getrennt bearbeiten. Verarbeitung. Tiefgefrorenes Fleisch und Geflügel sachgerecht auftauen, Tauwasser wegschütten, Verpackung entsorgen, Tischgeräte und Hände reinigen. Vorbereitete Lebensmittel bis zur Weiterverarbeitung kühl lagern. Zubereitete Speisen bis zur Ausgabe entweder heiß halten oder rasch abkühlen und bei Bedarf wieder erwärmen. Denn im kritischen Bereich 6 Grad bis 60 Grad Celsius vermehren sich Bakterien rasch. Abfälle außerhalb der Küche lagern, damit Bakterien ferngehalten werden. Mein Mülleimer steht hier in dem Raum, in der Küche ist kein Müll. Das ist mir zum Beispiel sehr, sehr wichtig. So. An der Stelle kann man erstmal nichts sagen. Punkte Warenannahme und Lagerung und Verarbeitung finde ich zum Beispiel gut in dem Buch. Man kann ja nicht immer nur schimpfen. So. Sachgerechte, kurzfristige Vorrätighaltung. Um den Spitzenbelastungen in der gewerblichen Küche gerecht werden zu können, muss ein Teil der Vorbereitungs- und Zubereitungsarbeiten im Voraus unabhängig vom eigentlichen Service erfolgen. Um zu verhindern, dass sich in der Zwischenzeit Bakterien auf den noch warmen Zubereitungen vermehren, muss für die Zwischenlagerung rasch abgekühlt werden. So, dazu gibt es auch ein Zeittemperaturdiagramm, das ist die Abbildung 1, man sieht hier die Spitze in der Zubereitung, dann die niedrige Temperatur der Lagerung, das liegt nahe, dass es so ungefähr 5 Grad sind, das ist in der Mitte, und dann die, was steht da, regenerieren, erwärmen, für die Ausgabe, warum da nicht regenerieren steht, weiß ich nicht. Das ist auch wieder so ein komischer Sprachgebrauch. Es wird einfach was wärmer. So. Zeitliche und thermische Entkopplung. Werden Vorbereitung und endgültige Zubereitung getrennt und entkoppelt, spricht man von zeitlicher und thermischer Entkopplung. So, hier hat man noch eine Temperaturverlaufsskala.
Rot ist der kritische Bereich, in dem sich Bakterien vermehren können. Hier steht bis zu 15 Stunden im kritischen Bereich. Das heißt, innerhalb von 15 Stunden sollte eine Speise kalt sein, unter 6 Grad Celsius angekommen sein. Selbst wenn sie vorher ziemlich warm war. Das wird hier verdeutlicht. So. Sachgerecht abkühlen. Je größer ein Lebensmittel oder das Gargeschirr, desto länger dauert die Abkühlung bis ins Innere. Die Bakterien müssen auch irgendwo hier kommen. Die Abkühlung fördern das Umfüllen in flaches Geschirr, denn die Wärme kann besser entweichen. Töpfe ohne Kompensboden, denn diese speichern die Wärme. Geschirr in kaltes Wasserbad gestellt, Inhalt öfter umrühren. Finde ich schon kritisch, weil durch das Umrühren Bakterien eingetragen werden können. Liebe Redaktion, das Einsetzen von Tauchkühlern, das ist schon eher fachgerecht. Tipp, auch daran ist zu denken, wenn eine Kühlmaschine ununterbrochen läuft, wenn sie nicht abschaltet, ist sie überlastet, eine ausreichende Kühlung ist nicht mehr gewährleistet. Das heißt, der Kühlschrank sollte auch ab und zu ausgehen. Dann stellt man dazu oft was Heißes rein. So, es geht dann weiter mit Durchführung von Hygienevorschriften. Das ist aber nichts mehr für den heutigen Tag. Deshalb tschüss.